Hallo, moin, habt ihr Bock auf ein total chaotisches Video? Ich habe nämlich was besorgt. Fischbesatz fürs Tanganyika-Becken. Das wird aber ultra chaotisch heute. Ich muss gleich schnell rüber die Kamera holen, dann müssen wir die Tiere angewöhnen, dann werden sie eingesetzt und dann sind sie drin. Also, gleich geht's los. So, ja, willkommen in dem super chaotischen Fisch-Unboxing-Video, was komplett spontan entstanden ist und deswegen auch so chaotisch. Die Ereignisse haben sich gerade ein bisschen überschlagen. Ich bin zufällig heute, zufällig, also sehr kurzfristig nach Kölle zur Münster gefahren und da die dann auch noch zufälligerweise die Tiere da hatten, die ich hier besetzen wollte, habe ich die kurzerhand mitgebracht. Dadurch ist alles ein bisschen chaotisch, habe ich das schon gesagt. Ja, zum Beispiel die Schneckenhäuser, die ich schon im Aquarium habe, werden möglicherweise ein bisschen zu klein sein für die Fische, die ich gekauft habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich die in dieser Größe bekomme. Das heißt, möglicherweise muss ich noch mal gucken jetzt die Tage, dass ich Schneckenhäuser organisiere. Aber wir sehen das gleich, denke ich mal, ob die damit zurechtkommen oder nicht. Aber ich vermute mal, dass die ein bisschen zu klein sind. Ja, ich habe drei verschiedene Arten gekauft. Und zwar Synodontis, dann habe ich Paracyprichromis und Lamprologus ocellaris. Und was genau für welche, werdet ihr dann jetzt gleich sehen. Ich habe die in diesen wunderbaren ja, Eimern bekommen zum Transport. Und wir müssen die jetzt ein bisschen anpassen, weil das Wasser wahrscheinlich ein bisschen weicher ist im Kölle Zoo, als es jetzt hier ist, weil ich ja das Wasser aufgehärtet habe hier bei mir. Ich habe aber mit dem Händler gesprochen, der selber auch ein Tanganyika-Becken zu Hause hat. Und ja, er härtet es auch ein bisschen auf, das Wasser aber gar nicht so doll wie ich. Das heißt, der Unterschied wird nicht so gewaltig sein. Ein paar Grad müssen Sie sich umgewöhnen, aber es ist jetzt auch nicht eine riesige Menge. Insofern wird es nicht wahnsinnig lange dauern und ich denke, dass wir die relativ zügig einsetzen können. Ich werde jetzt erstmal anfangen, Aquarienwasser zu nehmen. Dafür werde ich jetzt die Strömungspumpe vorübergehend ausschalten, weil wenn ich hier jetzt Wasser abziehe, wird die einen Wahnsinnskrach machen, mehr als ohnehin schon. Und deswegen, ja, Strömungspumpe erstmal aus. Moment, wo bist du? Sauberes Kabelmanagement ist natürlich alles, wie ihr wisst. So, Pumpe ist aus. Die brauchen wir jetzt sowieso gerade nicht. Und jetzt denke ich mal, ich werde jetzt die Kamera gleich näher ranholen, euch eine Position suchen, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Und ja, es ist alles irgendwie so on the fly heute. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wie ihr das von mir kennt, werde ich selbstverständlich dann die Tiere aus der Nähe zeigen und so, sofern möglich. Ich werde jetzt erstmal, die Eimer sind nicht beschriftet. Das bedeutet, das ist für mich jetzt gerade ein bisschen eine Überraschung, welche Tiere in welchem Eimer sind. Ich muss auch vorsichtig sein, weil die Paracyprichromis auch gerne springen. Und die waren jetzt die ganze Zeit auch in Dunkelheit. Okay, der erste Eimer ist hier voll mit Synodontis. Ich gucke mal, ob ich hier mit dem Handy noch Aufnahmen machen kann und euch die reinschneide. Allerdings ist es jetzt hier natürlich relativ dunkel. Ich möchte das gerne auch relativ dunkel halten, weil das ist für die Tiere jetzt einfach angenehmer. Wenn ich jetzt hier krass die Beleuchtung reinballer, ja, dann finden die das nicht so toll. Also wie ihr hier sehen könnt, sechs Synodontis, das sind Luzipinnis, das heißt, die bleiben auch relativ klein, sind aber noch recht junge Tiere und ich liebe die einfach. Ich werde jetzt, ihr habt ja gerade gesehen, denke ich,
dass der Eimer nicht sehr voll ist mit Wasser. Ich werde jetzt anfangen, da schon mal einen Schwung reinzugießen. Und dann mache ich den anderen Eimer auf. Ich denke, dass ich die immer mal wieder dann drauflege, erst die Deckel, dass wir wirklich nicht irgendwie nachher das Pech haben. Wo ist denn hier die Öffnung? Dass uns noch welche rausspringen. Ah ja, hier vorne. Mal ein bisschen durchmischen. So, wen haben wir denn hier drin? Ah, okay, hier sind die Paracopicomis drin. Ihr könnt jetzt gerade da mit der Kameraperspektive noch nicht viel sehen, aber ich werde jetzt noch mal versuchen, mit dem Handy hier in den Eimer zu filmen. So als zweite Kameraperspektive sozusagen. Auch hier, ne, die sind natürlich blass. 1, 2, 3, 4, 5. Hat er sich verzählt, ne? Da wollte ich eigentlich 6 haben. Sind aber nur 5 geworden. Oder klebt hier einer? Nee. Gut, also einer zu wenig. Aber ich denke, die werden trotzdem klarkommen. Auch wenn es dann einer weniger ist. Oder ich gucke gleich mal in dem anderen Eimer nicht, dass der damit reingewandert ist. Ich stand zwar dabei, als er die Tiere gefangen hat, aber ich habe ja jetzt ihm nicht direkt die ganze Zeit über die Schulter geschaut. Okay, hier haben wir die Lamprologus drin. Und ich sehe keinen Nigripinnis. Hier habe ich übrigens auch eine Schnecke mitbekommen. Hier kann man die Tiere sehen. Die sind natürlich gestresst wie Sau. Und da sieht man auch, wie groß die Tiere sind. Und die haben mir hier wirklich eine richtig große Schnecke mitgegeben. Aber leider hatten sie auch nicht mehr davon. Sonst hätte ich direkt welche mitgenommen. Und jetzt haben wir hier, ich zeige das direkt mal, kleine Weinbergschnecken halt, ne? Die sind von der Tendenz her eher zu klein für die großen Fische wahrscheinlich. So dass ich da jetzt dann schon gucken muss die Tage, dass ich noch neue bzw. größere Schneckenhäuser bekomme. Ja, das sind Lamprologus ocellaris, Naturform. Und das macht mir einfach Spaß. Ich habe die unheimlich schön gefunden. Und die Paracopicomis sind die Nigripinnis. Davon gibt es ja auch noch eine andere Form, die so ein bisschen gescheckt ist, so ein bisschen bräunlicher. Diese Farbform, die ich habe, die Nigripinnis, falls ihr die nicht kennt, das sind so Neon Blue. Also die sind nicht so krass Neon Blue, wie ihr das jetzt vielleicht denkt, aber die haben so einen schönen blauen Streifen um die Flossen herum. Ja, und die Synodontis sind eben Synodontis, Lucipinnis, die habt ihr vielleicht ja auch schon mal gesehen. Übrigens, ihr könnt wahrscheinlich auch schon erkennen, dass hier richtig ordentlich jetzt wir in der Algenphase sind mit dem Tanganyika-Becken. Das ist auch der Grund, warum ich die Beleuchtung jetzt erstmal wieder ein bisschen runtergestellt habe. Ich habe doch echt ehrlich gesagt, muss ich gestehen, am Anfang ein bisschen viel Gas gegeben, was die Beleuchtung angeht. Aber wir in der Algenphase wären wir ja sowieso gekommen mit dem Aquarium. Deswegen ist das jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe dann vor ein paar Tagen auch schon neben den Schnecken, die ja ich eingesetzt habe, da habe ich ja ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch gerne auch nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe vor ein paar Tagen jetzt auch nochmal Starterbakterien reingesetzt. Ich habe den Filter besetzt, habe da ein bisschen poröses Filtermaterial auch eingesetzt, dass dass das besiedelt werden kann, dass das jetzt richtig auch in die Gänge kommt. Das ist jetzt einige Tage her schon mal und ich sehe selber schon, dass seither auch tatsächlich die Algen sich auch ein bisschen zurückgebildet haben und jetzt die richtige Einfahrzeit quasi, die beginnt ja jetzt ohnehin erst mit dem Besatz der Fische durch die Fische und die gucken mich süß an hier, die Nigripinnis. Echt toll. Und insgesamt muss ich wirklich sagen, ich bin super happy,
jetzt wieder Tanganika-Fische pflegen zu können. Das ist ja jetzt wirklich schon Jahre, ich glaube 6 Jahre her. Ich meine, dass die ersten Videos dazu auf meinem Kanal 2017 erschienen sind, also als ich meinen Kanal auch gestartet habe. Zu der Zeit damals habe ich ja einfach nur gefilmt, ohne ja, zu kommentieren. Und ja, da hatte ich ein Juwel Rio 450 und habe da meine ersten Tanganika-Barsche drin gehabt. Und dann hatte ich die nicht wahnsinnig lange. Und jetzt sind wieder welche da. Und das freut mich wirklich sehr, muss ich sagen. Gut, ich mache das jetzt so. Ich werde jetzt einen Cut setzen, um die Tiere weiter anzupassen, weil das ist ja relativ langweilig. Es ist jetzt ja, 7:10 am Abend und eigentlich wäre das Licht schon aus. Ich habe es jetzt einfach deswegen nochmal angemacht, damit ich euch die Tiere zeigen kann. Wenn die dann eingesetzt sind, werde ich sie euch nochmal kurz zeigen und dann werde ich das Licht auch ausmachen. Das ist für die Tiere sowieso am besten. Und ja, ihr werdet dann, ihr werdet dann im Nachgang auch nochmal Aufnahmen kriegen. Vielleicht, dass ich dann morgen nochmal gucke, wie die sich eingewöhnt haben, die Tiere. Und dann werde ich mit Sicherheit auch nochmal die Kamera draufhalten. Okay, also bis gleich. So, schaut mal, wir luken nochmal rein. Die Tiere machen alle einen ziemlich fitten und recht ruhigen Eindruck. Die sind ganz gut jetzt angepasst. Ich werde die jetzt auch gleich einsetzen. Schaut mal, ne? Weil ich möchte die jetzt einfach auch nicht länger stressen als nötig. Und ich habe mir vorgenommen, das jetzt zu versuchen, hier mit der Glocke, zumindest die Lucipinnis will ich versuchen, damit einzusetzen und die Ocellaris. Bei den Nigripinnis bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das riskieren soll. Unter Umständen setze ich die mit dem Eimer ein, weil mir die Gefahr doch zu groß ist, dass die mir raushüpfen. Ja. So, und ich habe jetzt versucht, mit der Hauptkamera eine Position zu finden, dass ihr möglichst gut was sehen könnt. Ich werde natürlich teilweise davor stehen, aber ja, ihr kennt das Spiel ja schon. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe ja schon öfter versucht, euch das zu zeigen, wie ich die Tiere einsetze. Das liegt natürlich auch immer so ein bisschen an den Tieren, wie die mitspielen. Ich fange mal mit den Lucipinnis an und versuche jetzt mal vorsichtig, die hier in die Glocke zu bekommen. Na, einen habe ich. Ich werde versuchen, möglichst wenig Wasser mitzunehmen, aber schon. Ich werde halt welches mitnehmen müssen. So, da haben wir den ersten Kandidaten. Der wird wahrscheinlich gleich irgendwo zwischen den Felsspalten relativ zügig verschwinden oder eben, ja, da irgendwo in den Höhlen. Nummer 1. Ich würde am liebsten mehrere gleichzeitig bekommen, aber es ist nicht so einfach. Das sind ja jetzt Welse, die auch gerne im Grunde genommen in Höhlen reinschwimmen sogar. Deswegen habe ich ja auch darauf geachtet, hier möglichst Felsspalten zu haben. Und ich habe die Hoffnung, dass die hier unter dem Innenfilter nachher ihren Platz finden. Ich habe das extra so gestaltet, als ich die Rückwand gebaut habe, dass ich mir dachte, da könnten die vielleicht toll eine Heimat drin finden. Ich möchte jetzt gerne den Schmodder nicht so gerne mit im Becken haben. Mal eben auskippen. So, das war der zweite. Na komm her. Ich würde euch das jetzt auch gerne hier im Eimer zeigen, aber da fehlt mir die dritte Hand. So, hier haben wir den dritten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wahrscheinlich kann man das ohnehin nicht sehen in der Dunkelheit. Okay, raus mit dir. Ich finde die so süß. Die sehen aus wie kleine Mini-Haie.
finde ich. Als ich dir das erste Mal gesehen habe, haben die mich sofort begeistert. Und ich hoffe, dass die ein bisschen die Ocellaris von der Anzahl her im Zaum halten, dass die sich nicht. Ich meine, diese Lamprologus ocellaris habe ich extra ausgewählt, weil das die Art von Schneckenbuntbarschen ist aus dem Tanganyikasee, die sich zwar selbstverständlich vermehren, aber bei weitem nicht so zahlreich wie zum Beispiel Multifasciatus oder Similis, die sich sehr heftig vermehren und die auch mal so ein Becken komplett übernehmen können. Also das müsst ihr euch echt gut überlegen. Ich habe die ja selber gepflegt, auch in der Vergangenheit, die Multifasciatus. Und kann nur sagen, also die haben auch es geschafft, durchaus Altolamprologus oder so Kontra zu geben. Da soll man sich echt nicht verschätzen. Also die können ganz schöne Rabauken sein. Na komm her, Kleiner. Jawohl. Und ja, es gab eine Menge andere, wo ich überlegt habe, lange Zeit, ob ich die nehmen soll, wie Cauda-Punctatus zum Beispiel, die ich auch sehr schön finde. Dann war auch eine Zeit lang im Spiel, ob ich Feen einsetzen soll. Es gibt ja ganz viele Feenbuntbarsche auch aus dem Tanganyikasee, aber das sind einfach Etagenbrüter und die vermehren sich wie verrückt. Und bei den Tanganyika-Barschen, da muss man schon, finde ich, ein bisschen darauf achten. Da ist die Verantwortung als Halter einfach nochmal eine ganz andere, weil viele Arten sich sehr stark vermehren und man muss natürlich gucken, dass man auch eine Möglichkeit hat, die nachher irgendwo zu lassen. Und wer kauft einem 300 Feenbuntbarsche ab? Und ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, dass im Vorfeld auch gerne mal Händler oder so sagen, na klar, wenn du Nachzuchten hast, die nehme ich alle. Und wenn es dann soweit ist, dann kann es passieren, dass man sich anhört, oh, die kann ich aber gerade gar nicht gebrauchen oder so. Oder ah, da gibt es aber jetzt gerade keine Nachfrage. Oder wir melden uns wieder und dann sitzt man da und bleibt auf den Tieren sitzen. Und wenn man die dann nicht unterbringen kann, hat man halt ein Problem. Und deswegen habe ich sehr, sehr lange hin und her überlegt, wenn ich jetzt Tanganyika halten möchte, mit welchen Arten mache ich das am besten. Und Synodontis kann man auch nachziehen, auch gerade Lucipinnes, aber da gehört schon ein bisschen was dazu. Also die vermehren sich wahrscheinlich nicht einfach so. Da muss man dann echt was dazu beitragen, dass sie sich auch wirklich vermehren können und die würden dann auch eben den Larven nachstellen, also oder die Eier fressen und da muss man dafür Sorge tragen, dass man die so irgendwie ableichen lässt, dass die an die Eier nicht drankommen und so. Also da laufe ich jetzt keine Gefahr, dass die sich wie wild hier vermehren. Das ist schon mal gut. Und die Ocellaris, da muss ich gestehen, habe ich mich in erster Linie auf die Literatur verlassen und auf das, was ich so in Erfahrung bringen konnte, was ich auch als plausibel empfunden habe. Und natürlich werden die sich auch vermehren. Aber ich rechne einfach nicht damit, dass die sich so gewaltig vermehren und so riesige Kolonien bilden, wie eben Multifasciatus beispielsweise. Und dass das dann ganz gut klappen wird. Ob das dann tatsächlich so sein wird, müssen wir gucken. Ein bisschen kritischer ist es dann tatsächlich auch mit den Paracyprichromes. Die können sich hier durchaus vermehren, die Heringszichliden. Das sind ja Freiwassertiere und Maulbrüter. Ich glaube aber, dass die sich auch nicht so stark vermehren, wie das bei den normalen Cyprichromes der Fall ist, nach allem, was ich so mitbekommen habe. Und insofern, übrigens, ich habe hier jetzt eine Schnecke mitbekommen, habe ich euch ja gezeigt. Die werde ich jetzt einfach so mit reinsetzen, weil da auch schon ein Tier drin sitzt. Jetzt will ich nur gucken, dass ich nach Möglichkeit die gleich an die Stelle gesetzt bekomme, wo sie dann ungefähr auch leben sollen, nämlich hier auf der Sandfläche.
Von der wunderschönen Färbung werden wir jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel zu sehen kriegen, weil ich gehe mal davon aus, dass die in der Schreckfärbung sind und dann recht blass sein werden. Aber ja, wir werden mal schauen, wie sich das so macht in den nächsten Tagen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht auf der Kamera, aber der Größenunterschied der Schneckenhäuser ist schon ziemlich gewaltig. Da steht der Eimer davor. Also es ist schon ordentlich und so wie ich das einschätze, werden die wohl nicht groß genug sein, die Häuser, die ich jetzt habe, sodass ich gucken muss, ja, ich wiederhole mich, dass ich einfach noch andere finde. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass das schon so große Tiere sind. Anderes, aber ich wollte sie eben auch nicht da lassen, muss ich auch zugeben, weil wenn man schon mal so schöne Tiere bekommen kann, nutzt man ja auch die Gelegenheit dann gerne mal. So, ich gieße noch ein bisschen was von dem Wasser ab, damit ich die leichter bekomme. Aus dem Eimer rausbekomme. Ach so, bevor ich es ganz vergesse. Also ich bin jetzt bei ungefähr einer Carbonathärte von 12. Und ich habe einen pH-Wert von um die 8. 7,8 mögen es vielleicht sein, was ich ganz gut finde. Na, jetzt kommt her, Leute. Einen haben wir schon mal wieder. Und das war ja auch so ungefähr das, was ich angestrebt habe. Der Händler hat mir gesagt, die Tiere, die er zu Hause hält, die hält er bei 7, was so die Untergrenze ist. Ich würde auch sagen, das ist die absolute Untergrenze. Da hatte ich ja von Anfang an gesagt, ich möchte auf jeden Fall mehr haben und habe hier eine Härte von 10 angestrebt. Na komm. Also das mit dieser Fangglocke gefällt mir doch ziemlich gut, muss ich sagen. Muss natürlich nicht heißen, dass das bei allen Arten gut funktioniert, aber das ist doch eine ziemlich gute Art und Weise, die Tiere umzusetzen. Aber du willst nicht, ne? Die sitzen hier in den Ecken drin und möchten nicht raus. Und wieder muss ich sagen, wenn die wüssten, wo sie hinkommen, würden sie wahrscheinlich nicht im Eimer sitzen bleiben. Weil das doch in dem Aquarium viel schöner ist, als in eurem blöden Eimer. Komm her jetzt. Dussel. Jetzt ist natürlich das Problem, dass man mit dieser runden Glocke schlecht in einen viereckigen Eimer reinkommt. Und das machen die Tiere sich natürlich zunutze, indem sie in den Ecken sitzen und ich sie dort nicht erreichen kann. Die sind ja auch nicht doof. Zumindest glauben sie, dass sie nicht doof sind. Und ich will die ja auch nicht verletzen. Ah, jetzt habe ich einen. Ja, alles wird gut. Nur keine Angst. Und mir, also ich finde die wunderschön, die Tiere. Einfach ganz toll. Und ich hatte damals schon mir immer gesagt, die möchtest du auch unbedingt mal pflegen, weil die einfach so hübsch sind. So, komm, du bist der Letzte hier. Lass deine Leute nicht warten. Komm her, na los. Er will einfach nicht. So, ich hoffe übrigens, dieses Mal habe ich genug Platz auf der Speicherkarte. Letztes Mal habe ich geredet und dann war plötzlich die Kamera aus. Und ehrlich gesagt, wenn du es mir jetzt nicht so schwer machst hier, mein Freund, dann sind wir auch gleich fertig. Los, komm her jetzt. Er denkt nicht dran. Einer ist immer ein besonderer Feigling. Na los, hopp, 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 hopp. Na also, ist doch nicht so schwer, Mensch.
Ab mit dir. Na komm. So, okay. Die sind schon mal drin und die Synodontes sind drin, die sich schon verkrochen haben. Und das bedeutet, jetzt fehlen nur noch die Paracyprichromes. Und jetzt ist die große Frage, mache ich das jetzt auch mit der Schöpfkelle hier oder... Ich kann ja mal einen Versuch starten, mal gucken, wie die Tiere darauf reagieren. Aber wenn ich mitkriege, dass die das zu sehr in Schiss versetzt oder mir hier die entgegengehüpft kommen, dann mache ich es lieber anders. Vor allem, die können mir ja auch aus der Kelle rausspringen, das ist das Problem. Die sind da durchaus ein bisschen anders drauf. Sonst mache ich das, nehme ich die mit dem Deckel mit. Einen habe ich schon. Das ist übrigens so gewesen bei Kölle Zoo, dass diese Tiere in einem Becken waren mit ganz vielen anderen noch. Und ich hoffe, dass er auch wirklich mir Nigripinnis eingepackt hat und dass da nicht noch andere dabei sind. Ich habe wohl geguckt, also ich habe versucht drauf zu achten, er hat versucht drauf zu achten, aber bisher sieht mir das so aus, als würde es passen. Also diese beiden, die sind auf jeden Fall die richtigen. Schon mal. Und jetzt sind es halt leider nur noch drei. Er hat sich halt echt verzählt. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie. Das kann im Eifer des Gefechts schon mal passieren, aber sollte eigentlich natürlich nicht so sein, ne? Na, komm her. So, Nummer drei. Ich gehe mal schon davon aus, dass ich so viel Glück habe, dass auch ein Pärchen dabei ist. Und wie ihr sehen könnt, das sind auch noch sehr junge Tiere. Es wird sich dann zeigen, wie gesagt, die sind normalerweise schon Tiere, die man auch vermehrt bekommt oder die sich von alleine vermehren im Aquarium. Und eine allzu große Gruppe wollte ich hier in das Becken sowieso nicht einsetzen, weil das ist ja auch nicht so ein großes Aquarium. Ich war sowieso so ein bisschen am Hadern mit mir. Also das ist wirklich jetzt für diese Tiere, Paracyprichromes, ist das die Untergrenze, ne? Diese Aquariengröße, muss man wirklich sagen. Also ich zumindest meinerseits würde die nicht in ein noch kleineres Becken setzen. Und eigentlich ist es ein Schwarmfisch. Normalerweise wäre es gut gewesen, man hätte noch mehr einsetzen können. Aber eine Gruppe ist schon okay, denke ich. Und ja, ich hätte jetzt wirklich auch nicht... Ich habe auch extra Nigripinnis bzw. Paracyprichromes und nicht Cyprichromes gewählt, weil Cyprichromes einfach größer wird von der Tendenz her. Diese Tiere bleiben etwas kleiner. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, das kann man dann schon mal machen bei dem Aquarium. Aber ich bin der Meinung, es sollte nicht noch kleiner sein. Zumindest die Kantenlänge von 1,20 Meter sollte wirklich nicht unterschritten werden. Auch wenn es da echt meiner Meinung nach Negativbeispiele natürlich zu sehen gibt auf YouTube, wie zu jedem Fisch, gibt es da Beispiele, wo man sagt, naja, das ist vielleicht suboptimal. Aber ja, ich versuche halt immer so ein bisschen mit meinem Gewissen auch im Reinen zu sein, wenn ich mich für Tiere entscheide und dass das so zur Aquariengröße passt. So, die Tiere sitzen jetzt drin. Ich werde jetzt als allererstes eben die Klappe zumachen. Dann hüpft auch keiner raus. Und dann werde ich jetzt die Strömungspumpe wieder einschalten, möglichst mit trockenen Händen, damit die direkt sich dran gewöhnen. Außerdem hebt die den pH-Wert durch die Wellenbewegung an. Und dann will ich mich ein bisschen beeilen, damit das Licht, ich glaube, dass das relativ bald ausgeht. Ja, okay, Pumpe läuft. Ups. Und dann sollen die auch erstmal ihre Ruhe kriegen. Okay, dann gehen wir mal näher ran. Und jetzt versammeln sie sich alle hier in der Ecke, bis auf die Synodontes. Ja, und da haben wir den Haufen. Die ersten
Tanganika-Fische wieder im Aquarium. Wie schön, ich freue mich riesig, muss ich sagen. Unheimlich tolle Tiere. Und wie man hier jetzt schon so sehen kann, die Lamprologus, die inspizieren jetzt die ersten Muscheln und Schneckenhäuser, wollte ich sagen. Und ich gehe davon aus, die sind zu klein. Also da muss ich wirklich gucken, dass ich jetzt möglichst schnell große bekomme und auch noch ein bisschen Wasser auffülle, damit die Pumpe nicht so laut ist. Ja, möglichst schnell große bekomme, dass die da auch ein Zuhause finden können. Und hier konnte man schon sehr schön sehen, schaut euch diese Pracht an. Was sind das schöne Tiere? Und die gehen direkt, zeigen direkt ihre schöne Farbe. Ich finde die so toll. Und ja, jetzt kann ich sie zum ersten Mal auch pflegen. Sehr, sehr schön. Und auch die Lamprologus fangen schon an, so ein bisschen Farbe zu zeigen. Wirklich schön. Ich will jetzt noch mal versuchen, ob ich euch welche von den Synodontis zeigen kann. Dafür kann ich allerdings keine Garantie übernehmen, weil ich habe vorhin schon gesehen, dass hier unten im Loch welche saßen. Da sehe ich jetzt gerade nichts. Also das Becken ist, ich habe das ja nicht ohne Grund so gestaltet, dass das wirklich ideal ist. Da sind welche. Moment, ich versuche das einzufangen, aber hier vorne kann man einen sehen. Mindestens einen. Das ist natürlich schön dunkel da unten. Jetzt machen die Fische auch ein bisschen Schmutz, wirbeln das auf, sodass die Kamera mit dem Fokus Probleme kriegt. Aber ich werde euch auf jeden Fall noch Bilder nachliefern. Da konnte man gerade einen sehen. Ja, die müssen sich jetzt alle erstmal schön eingewöhnen. Und ja, dann schauen wir mal. Ich finde es jedenfalls großartig. Ich freue mich total und hoffe, dass sie sich schön einleben werden. Und ja, mehr Arten sind im Grunde genommen auch nicht geplant. Eigentlich denke ich, ist das damit auch besetzt. Man kann überlegen, ob man eventuell, aber das muss die Zeit zeigen, später nochmal, ich setze das in ganz große Anführungszeichen, vielleicht sowas wie ein Pärchen Altolamprologus noch reinsetzt oder Leloipi, irgendwie sowas in diese Richtung. Aber ich bin davon zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überzeugt, dass das eine gute Idee ist, weil wir haben hier in Rio 350 und das ist mit drei unterschiedlichen Arten eigentlich ausreichend besetzt. So, es ist zwar stockdunkel und ihr werdet mich nicht wirklich sehen, aber ich wollte trotzdem noch mal ins Bild kommen, um mich zu verabschieden. Ja, es ist jetzt mittlerweile fast 7 Uhr und das ist doch jetzt eine sehr spontane Kiste gewesen. Deswegen hoffe ich, dass euch das Ganze trotzdem gefallen hat. Ich denke, ich werde hierzu noch natürlich reichlich Aufnahmen machen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade spontan entschieden, ich werde jetzt nicht im Anschluss nochmal Aufnahmen zeigen, sondern ich werde einfach in den nächsten Tagen dann nochmal filmen. Und euch dann nochmal ein ganz neues Video aufnehmen zu den Tieren, wie sie sich eingelebt haben, wie der Stand der Dinge ist und so. Ich hoffe, ich habe bis dahin dann auch schon Schneckenhäuser bekommen. Vielleicht gehe ich auch einfach mal in so einen Postenbörsenmarkt oder so. Da gibt es ja auch häufig Schneckenhäuser, auch natürliche, ne, so Richtung Bastelladen. Die müssen halt, man muss halt darauf achten, dass die natürlich sind und nicht lackiert und die richtige Größe haben. Vielleicht finde ich da was. Mal schauen, das geht dann am schnellsten. Aber das werdet ihr dann sehen. Und ja, wahrscheinlich ist das jetzt schon relativ lang geworden, das Video. Deswegen mache ich an der Stelle mal Schluss. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet auch Spaß daran. Und ja, findet die Tiere genauso schön wie ich. Ich finde sie großartig, aber trotzdem, auch wenn es schwer fällt, mache ich jetzt gleich das Licht aus und lasse die Tiere erstmal alleine. Und euch auch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Moin.
Ja, Überraschung, ich bin doch nochmal wieder da und ich will nämlich, oder ich muss eine kleine Ergänzung machen. Es ist der nächste Tag, ich habe jetzt hier nochmal in aller Ruhe geschaut und ich zeige euch jetzt nochmal die Tiere. Alle Tiere sind am Leben, das ist ja erstmal eine tolle Sache, ne? Aber dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass es tatsächlich doch so ist, dass eines der vermeintlichen Paracypricomus nigripinus kein Nigripinus ist, nämlich dieses Tier hier. Ich hatte gestern den Verdacht schon, habe aber gedacht, naja, die sind vielleicht noch in Schreckfärbung, warte erstmal ab, guckt morgen nochmal und ich bin mir jetzt mittlerweile sicher, dass das ein Brienni ist. Das ist natürlich extrem ärgerlich, weil das bedeutet, dass ich jetzt nicht nur keine sechs Tiere habe, sondern eigentlich nur vier Tiere, denn das ist einfach eine andere Art. Und normalerweise soll man die nach Möglichkeit auch nicht zusammenhalten, damit die sich nicht verpaaren. Ne? Ja, ich habe jetzt, ups, zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, habe ich noch keine Lösung für das Problem gefunden. Ich werde mich aber drum kümmern oder versuchen mich drum zu kümmern, so schnell wie möglich. Jetzt ist das natürlich von hier aus eben sehr schwierig. Ich habe das ja schon häufiger thematisiert, dass ich hier ganz im Nordwesten wohne, wo einfach aquaristisch wirklich wenig los ist. Und es ist jetzt natürlich nicht ganz unproblematisch für einen Fisch zurück nach Münster zu fahren. Also bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt hier lösen werden. Aber ich werde gucken, dass ich da was machen kann. Ansonsten, wie gesagt, den anderen Tieren geht es allen gut. Mit den Schnecken hier, die Schnecken sind am Leben, auch wenn das gerade nicht so aussieht. Aber ich bin mir noch nicht sicher, dass das hier mit den Lambrologus klappt. Unter Umständen müssen die auch noch raus. Ich will euch das ja gar nicht verheimlichen oder so. Also es könnte sich rausstellen, dass ich die noch in ein anderes Aquarium setzen muss. Ich werde das mal jetzt beobachten heute, wie sich das weiterhin verhält. Und wenn das gar nicht funktioniert, nehme ich die Tiere raus. Und Schneckenhäuser habe ich jetzt bei mir in der Stadt nicht gefunden. Ich werde die jetzt wahrscheinlich online bestellen und dann wird es einfach ein paar Tage dauern. Ich denke, die werden klarkommen. Die Tiere haben die Möglichkeit, sich hier aus dem Weg zu gehen. Das sieht man ja auch. Und das tun sie ja auch schon. Insofern ist es eine etwas ungünstige Situation, etwas blöder, als es hätte sein können, aber es ist keine totale Katastrophe. Das lässt sich alles regeln. Ja, was ich euch jetzt nicht zeigen kann nach wie vor, sind halt einfach die Synodontes, weil die sich eben nur dann zeigen, wenn sie Bock haben. Da hinten sieht man einen vielleicht so ein bisschen an der Rückwand, die Schwanzflosse zumindest immer mal wieder. Ich habe aber alle Tiere schon gesehen, also es geht allen Tieren gut. Ja, also jetzt, dann habt ihr doch noch mal ein kurzes Update gekriegt. Aber ich wollte das einfach nicht so stehen lassen, weil es gibt ja auch Leute, die sich auskennen, die sagen dann, hey, das ist ja gar kein Nigripinis. Nee, ist es auch tatsächlich nicht. Ich war mir gestern einfach nur nicht sicher. Aber so wie sich das jetzt darstellt, ist es wohl tatsächlich keiner. Man kann das relativ deutlich sehen. Die haben auch eine etwas andere Kopfform. Die Nigripinis sind filigraner und haben einfach auch eine andere Färbung. Insofern ist es leider ein anderes Tier und man sieht ja auch, dass es hier alleine steht. Und ja, das ist suboptimal. Also müssen wir gucken, dass wir eine Lösung dafür finden. Na gut, aber ja, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss und halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr das bei mir auf dem Kanal. Also lasst gerne ein Abo da und ich freue mich über Likes und Kommentare. Der Algorithmus freut sich auch über Kommentare. Also ja. Bis bald, Leute. Ciao.